Hi und willkommen der Folge, warum du genügend Verdauungsenzyme benötigst. Das Ganze passt in die Rubrik Verdauung und du wirst in dieser Folge erfahren, was sind Enzyme, wie funktionieren Enzyme und was kannst du bei einem Enzymmangel tun. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Enzyme sind was extrem Effizientes für deinen Körper. Sie funktionieren aber nur unter bestimmten Umständen. Sind diese nicht gegeben, kommt es zu enzymatischen Störungen. Du erfährst also jetzt, warum ich bei Basenpräparaten immer etwas argwöhnig reagiere. Klären wir als erstes, was Enzyme sind. Unter Enzyme versteht man auf Protein basierende Substanzen, die chemische Reaktion in lebendigen Organismen beschleunigen oder überhaupt erst möglich machen. Da jede Zelle eines Organismus nur mit der Hilfe von Enzymen funktioniert, nennt man Enzyme auch ganz allgemein Biokatalysatoren. Auch wenn du Chemie vielleicht nicht gemocht hast in der Schule, hier nochmal in Kurzfassung. Eine chemische Reaktion ist ein Vorgang, bei dem bestimmte chemische Verbindungen in andere chemische Verbindungen umgewandelt werden. Es wird also ein neues Substrat hergestellt. Zum Beispiel Laktase. Das ist das Enzym für Milchzucker und wirkt auf Laktose. Wenn Laktase jetzt Laktose zerlegt, dann entstehen zwei neue Substanzen. Und zwar die Galaktose, der Schleimzucker, und die Glucose, der Traubenzucker. In Sachen Substrathaushalt kann eine Reaktion entweder anabol oder Katabol sein. Anabol bedeutet ein Zusammenfügen einfacher Substrate. Ganz einfaches Beispiel die Proteinsynthese, weil das ist der Gewebsaufbau. Katabol bedeutet, dass komplexe Substrate aufgebrochen werden. Beispiel hier im Falle der Verdauung. Durch das Wirken von Enzymen wird Aktivierungsenergie gespart. Und das ist sehr spannend, weil es dreht sich am Ende, auch in unserer Gesundheit, immer wieder um Energie. Enzyme funktionieren generell substratspezifisch, das heißt, es gibt kein Around-Enzym, das sich überall mal einschalten kann. Es gibt im Körper ungefähr 25.000 bis 30.000 verschiedene Enzyme. Deshalb betone ich auch immer die Eiweißzufuhr, weil Enzyme unter anderem aus Eiweißen bestehen. Bestimmte Enzyme sind für bestimmte Substrate vorgesehen und können auch nur an diesen einen Reaktionen auslösen. Man muss sich das für eine Situation wie eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Das hast du definitiv schon mal in der Schule gehört. Das Enzym fungiert als Schloss, in welches nur ganz bestimmte Schlüssel, in dem Fall das Substrat, passen. Wie funktionieren Enzyme? Enzyme benötigen eine bestimmte Temperatur. Du kannst dir merken die sogenannte RGT-Regel, Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel. Diese besagt, dass mit 10 Grad Temperaturerhöhung die zweifache Beschleunigung der enzymatischen Wirkung erreicht wird. Der Grund? Die Teilchen, also die Enzyme und Substrate, bewegen sich schneller und treffen sich einfach mal öfter. Mit der Wärme, das ist so ein Thema, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann werden Enzyme nämlich zerstört. Die Eiweiße werden denaturiert, zerstört. Beim Menschen wäre das sehr hohes Fieber. Alles, was über 42 Grad Celsius angeht, das wird dann kritisch für die Enzyme und für den Ablauf des Stoffwechsels. Enzyme benötigen einen bestimmten pH-Wert. Und am Anfang habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich Basenpräparaten etwas kritisch gegenüberstehe. Enzyme funktionieren nur bei einem ganz bestimmten pH-Wert, welche sie umgibt. Das ist natürlich je nach Enzym unterschiedlich. Wenn du die Folge mit dem Magen gehört hast, dann habe ich da auch das Thema Basenpräparate angesprochen. Pepsin zum Beispiel funktioniert nur in einem extrem sauren Bereich.
Verändert sich der pH-Wert außerhalb der Funktionsweise von Pepsin, wird Protein nicht mehr ausreichend oder gar nicht aufgespalten. Das führt dann zu weiteren Problemen und hast du einen Eiweißmangel an der Backe. Als kleines Beispiel, Pepsin im Magen für die Eiweißaufspaltung braucht ungefähr einen pH-Wert von 2. Amylase, das ist das, was im Speichel oder auch im Dünndarm vorkommt. Für die Kohlenhydrataufspaltung braucht ein pH-Wert von 6 bis 8. Trypsin, Eiweißaufspaltung im Zwölffingerdarm, Dünndarm braucht einen pH-Wert von 9. Deshalb den Säure-Basen-Haushalt, das, was man oftmals versteht, das müsstest du auf jedes Enzym und auf jede Zelle einzeln anwenden. Und das wird dann wirklich tricky, wenn du einen Basentee trinkst. Aber zum Thema Säure-Basen-Haushalt werde ich nochmal eine explizite Folge machen. Da habe ich auch schon ein, zwei Experten im Hinterkopf, die ich dazu fragen werde, um dir den pH-Wert oder den Säure-Base-Haushalt im Körper entsprechend zu erklären. Und dann durchschaust du auch das Marketing, wenn dir wieder eine schöne oder ein schöner Influencer aus Instagram dir ein schönes Basenpräparat oder ein Basentee aufs Auge drücken will und du sagst, hör dir mal die Podcast-Folge von Carsten an mit XY, dann verstehst du, dass das, was du gerade machst, echt Geldverschwendung ist. Enzyme benötigen neben dem pH-Wert auch eine bestimmte Substratmenge. Wie so oft im Körper wird auch die Aktivität von Enzymen über einen sogenannten Rückkopplungsmechanismus gesteuert. Im Falle der Enzyme ist das das Aufkommen an Substraten, für welche die jeweiligen Enzyme zuständig sind, das einen Einfluss auf die Aktivität nimmt. Auf gut Deutsch, eine hohe Substratkonzentration bedeutet auch eine hohe Enzymaktivität. Niedrige Konzentration des entsprechenden Substrats haben eine verringerte Enzymaktivität. Neben den Enzymen gibt es auch die Coenzyme. Und welche Kofaktoren benötigen eigentlich Enzyme? Coenzyme und Kofaktoren sind nichts anderes als Hilfsmittel, welche benötigt werden für die Wirksamkeit von Enzymen. Coenzyme sind zum Beispiel wasserlösliche Vitamine wie die B-Vitamine und Vitamin C. Hast du also einen B-Vitaminmangel, hast du auch vielleicht ein Problem mit deinen Enzymen. Isst du nicht ausreichend Vitamin C, hast du ein Problem mit deinen Enzymen. Von Enzymen sind auch Kofaktoren Metallionen, also Ionen von Kalium, Magnesium, Natrium, Kupfer und Eisen. Das sind alles Mineralien und Spurenelemente, die entsprechend aufgenommen werden über die Nahrung. Wenn du zu wenig Gemüse isst und zu wenig Mineralien im Körper hast, dann hast du ein Problem mit deinen Enzymen. Du siehst also, du kannst sehr viel gegen einen Enzymmangel tun. Und das wäre jetzt zum Beispiel, dir noch einmal die Folge zum Magen anzuhören. Weil da habe ich schon mal mehrere Faktoren angesprochen, wie du zum Beispiel deinen Magensaft ankurbeln kannst. Mögliche Ursachen für eine verminderte Produktion von den Verdauungsenzymen könnte sein Stress, Alter, fehlende Coenzyme und Kofaktoren. Stress werden wir noch einmal ganz explizit klären, welche Möglichkeiten gibt es in der heutigen Zeit, um dein Stresslevel besser zu machen. Und nein, du kannst vor Stress nicht weglaufen, sondern du kannst lernen, mit Stress umzugehen. Was kannst du also tun, um mehr Verdauungsenzyme zu produzieren? Zum einen Stress reduzieren. In der Ruhe essen. Keine Ablenkung wie Fernsehen, Handy, Lesen und Co. Entspannung und Ego-Time, das heißt Zeit für dich nehmen. Diese auch einplanen und einhalten. Du kannst extern Enzyme zuführen, sodass du die Eiweißspaltung zum Beispiel im Magen unterstützt. Über Bromelain, das ist Ananasextrakt, oder Papain, Papaya-Extrakt. Bitte nicht verwechseln und anfangen, ganz viel Ananas zu essen. Du müsstest, glaube ich, 25 Kilogramm Ananas essen, um auf die Wirkstoffe einer Bromelain-Kapsel zu kommen. Falls du auf Milch reagierst, also in Form von Blähungen und Bauchweh, dann entweder Laktase zusätzlich verzehren oder eine andere Form von Milch testen. Mal eine Rohmilch testen, das wäre auch die klügere Variante als die pasteurisierte, homogenisierte Milch. Das ist zumindest, was Enzyme angeht, noch etwas reichhaltiger. Du kannst Yak-Milch, Büffelmilch, Schafsmilch, Ziegenmilch testen. Auch hier hör auf deinen Körper. Werden die Blähungen nicht besser, hast du weiterhin Bauchweh, schließe eine Laktoseintoleranz nicht aus. Probiere Laktasetabletten oder steige auf eine pflanzliche Milchalternative um, wie zum Beispiel Nussmilch. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge wieder Einzelheiten diesbezüglich deiner Verdauung und was passiert bei einem Enzymmangel und wie funktionieren Enzyme überhaupt geben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Carsten.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.